Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge The Crew Motorfest Beta. Wir wollen eine kleine Runde über die Insel düsen mit unserem freigespielten Kollegen hier. Und das werden wir jetzt einfach mal machen, ne? Schauen wir uns das ein bisschen an. Also viel Spaß. Kannst nicht mehr komplett um die Achse rollen, ohne den Extremknopf dazu zu drücken, nennt sich das. Alles gewöhnungsbedürftig. Wir haben Regen. Schauen wir uns noch ein bisschen um. Fotoaufgabe in der Nähe, Regenbogenmotiv Rabbit Island. Im Ford Bronco müssen wir das machen. Okay, weg damit. Ich dachte jetzt von hier oben. Das ist die Rabbit Island hier unter uns wahrscheinlich. Gucken uns erstmal die Hauptinseln. Ich glaube nicht, dass wir da rüberkommen, oder? Testen wir dann. Vielleicht kommen die wirklich noch dazu. Ich habe keine Ahnung. Einmal drum rumfahren geht auf jeden Fall. So, wir sind jetzt hier im Westen, im Osten. Er hat hier auch irgendwas markiert. Die 911 hat er hier aktiv gemacht. Wegpunkt entfernen. So. Fliegen wir mal eine Runde. Er hält die Kamera nicht. So wie den Stick loslässt, geht er wieder zurück. Ganz entspannt machen wir das jetzt mal. Um mal so den Größenvergleich zu sehen, ne? Ich hoffe nur, dass jetzt nicht dunkel wird, sondern hell. Ich konnte leider noch keine Tageszeit in sehen. Eine schöne Uhrzeit, Leute. Warum bauen die immer alle keine Uhrzeit ein? Da hinten geht die Straße unter Wasser, ne? In die Kurve. Dass man mal einfach sieht, wie spät es ist. Wann wird es dunkel? Boah, das wird echt schwierig, dann das Ding zu steuern. Das muss ich gleich schon mal ein bisschen dran gewöhnen hier. Mit den Veränderungen. Kommen wir in den Tunnel hoch? Jo. Ah, oh, eine Kiste. Eine blinkende gibt es auch noch. Sehen wir hier irgendwas? Was ist die hier? Und auch die Kamera geht automatisch mit rüber. Ich würde gern, dass sie dahinter bleibt. Das ist eine Rampe, okay. Also Flugzeug fliegen ist echt schwieriger geworden, wenn es dann irgendwann um die Wurst geht und du wieder hier deine Akrobatendinger machen musst. Aber ich will es nicht zu früh verteufeln. Gewohnheit, ne? Ist wieder weg, unser Blinker? Hier irgendwo. Gelände hier? Nee. Jetzt hänge ich hier schon wieder fest. Wir fliegen weiter. Wir fliegen weiter. Halten fest an unserem Plan. Boah, das ist ungewohnt, weil die Kamera immer wieder zurück will. Ich hätte sie gern selbst zurückgesetzt. Per Zentrieren oder sonst was. Wir fliegen erstmal einmal hier an der Küste lang bis rüber.
Waikiki müsste das sein hier, oder? Nee, Honolulu sind wir. Honolulu. Na gut, Waikiki Beach doch. So, wir sind. Es wird dunkel, glaube ich. Schade. Aber ist ja egal. Krieg die Kamera nur so rüber. Naja, wir sind auf der Hälfte etwa. Tja, ich glaube, heute ist dann, ist es jetzt Sonntag hier, Leute, am Tag, der Moment der Aufnahme, Sonntagnachmittag sogar schon. Ich war mit dem Motorrad unterwegs ein bisschen bei dem Wetter. Bin jetzt erst wieder am Rechner. Und ich glaube, es ist dann halt nicht mehr viel Beta-Zeit da, außer sie verlängern es aufgrund der Schwierigkeiten der PC-Lager, bei denen ja mehr oder weniger ein ganzer Tag gefehlt hat. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt auch nicht weiter verfolgt, auch nicht auf dem Discord bei denen. Airfield haben wir hier, ne? Fliegen wir einfach mal eine Runde hier. Gut, viel, so schnell ist die Bude jetzt hier auch nicht. Jetzt einmal mittendurch sozusagen. Wir bleiben auf der Höhe. Wegen der Entfernung, wegen dem Entfernungsgefühl. Ah, es wird dunkel, schade. Und noch Regen, ne? Schreibt in die Kommentare, was ist euer Fazit? Holt ihr euch das Game? Vor allen Dingen für den Preis. Also ich werde wahrscheinlich als Opfer nicht dran vorbeikommen, weil ich es geil finde. Obwohl das, glaube ich, 70 Euro oder 70 Euro, glaube ich, haben für die PC-Version. Glaube ich, für die normale. Aber mir wäre jetzt mal interessant, für mich wäre interessant, was kommt jetzt noch? Jetzt sind wir einmal von Westen nach Osten und das hat ungefähr, naja, nehmen wir das bisschen nach oben auf dem Vulkan weg, das hat ungefähr 6 Minuten gedauert. Von hier rüber. 6 Minuten Flug etwa, laut Uhr. Jetzt fliegen wir nochmal hoch nach Norden und dann fliegen wir eine Diagonale über die Insel, oder? Für mich wäre interessant, was habt ihr noch an Content vor? Bleibt das zum Vollpreis bei dieser Insel, die ich dann doch recht klein finde im Vergleich zu der riesigen Map von den USA aus, also Crew 2? Oder wie sind eure Pläne? Kommen noch weitere hawaiianische Inseln dazu? Und wenn ja, wie? Als DLC kostenpflichtig oder sind die da? Das wäre mal interessant zu wissen, was hier oben wohl. Das wäre für mich mal wirklich interessant, was dabei rumkommt. Leute, wir machen hier einen kleinen Cut und fliegen dann weiter, wenn es wieder hell ist. Wir sind jetzt fast schon wieder hochgeflogen von Süden. Ah, die Mitte haben wir. Wir machen einen kleinen Cut und wir warten, bis es wieder hell wird. Und dann geht das weiter. Bis dahin, damit ihr mehr seht, ne? Ja, Leute, Tagesanbruch wieder. Wir machen weiter hier. Wir sind nach wie vor hier. In der Mitte etwa. Norden, Süden. Hier unten sind wir hochgekommen. Fliegen wir jetzt hoch in den Norden. Hier irgendwo. Können gleich mal gucken, ob wir hier. Ne, hier schon. Hier geht der Cursor auch nicht weiter. Ich hoffe, dass die alle noch dazukommen. Und dann fliegen wir mal hier so durchs Tal. Und dann haben wir es auch schon umflogen, eigentlich. Europäischer Kämpfer. Also, man kann sich ja jetzt auch Titel vergeben.
den Titel bekommst du irgendwann einfach während des Levels. Im Fortschritt, falls sich das jemand fragt. Wir sind unterwegs in unserer Corsair. Was macht für euch The Crew so reizbar? Für mich persönlich ist es eigentlich diese langen Strecken, die sie immer haben als Veranstaltung. Ich mag lange Strecken fahren. Ich habe immer das Terrain, also das Szenario geliebt, wie sie das alles gestaltet haben auf der Map. Nicht gerne rumgecruised. Da cruise ich lieber rum wie bei Horizon, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie den bisherigen Horizons. Und ganz klar, die Abwechslung mit Motorrad oder hier Flugzeug oder auf dem Wasser, das hat es für mich eigentlich auch nochmal richtig, ja, interessant gemacht. Wie gesagt, einfach mal jetzt rollen ist nicht, sondern du musst die Taste dazu drücken. Es kann aber sein, habe ich jetzt noch nicht geguckt, dass man das vielleicht in den allgemeinen Game-Settings noch umswitchen kann. Keine Ahnung, zwischen Klassik und Neu oder so. Hier noch Flugzeugträger. Rampe. Und Rampen. Keine Ahnung, wo wir da hinspringen wollen und sollen. Und dass die Kamera jetzt hier neben dem Flugzeug ist, das, wenn du jetzt hier navigierst, das finde ich immer ein bisschen krank. Die kommt jetzt langsam wieder dahinter. Das ist wirklich sehr ungewohnt. Also du kannst auf jeden Fall schön einmal um die Insel fahren auch. Das ist also als Außenumrandung, wenn man so will. Das finde ich sehr, sehr nice. Weil ich cruise halt auch ziemlich gerne. Machen bestimmt viele von euch. Das hat mir auch, wie gesagt, bei The Crew immer mehr Spaß gemacht als bei Forza. Einfach weil die Maps irgendwie dafür geiler sind. So, jetzt fliegen wir mal einfach hier durch das Tal der Tränen, hätte ich was gesagt. Wir ballern jetzt hier einfach mal hier so, fliegen unseren Waypoint hier erstmal an und dann fliegen wir runter nach Süden, einmal hier durchs Zentrum. Und jetzt haben wir einen Crash oder was? Was so aus? Erster Game Crash? Bisher hat es noch nie gecrashed. In den Stunden. Geben mir noch ein paar Sekunden, aber ich glaube, da tut sich nichts mehr. Da geht auch nichts mehr. Ich muss das Spiel neu starten. Bis gleich. Ja Leute, war tatsächlich ein Game Crash. Wir sind wieder unten im Südosten gespawnt, an der Base sozusagen. Und wir fliegen jetzt von hier aus los. Wir fliegen jetzt von hier wieder los, weil ich habe noch nicht genug Playlists abgeschlossen, um die Schnellreise freizuschalten. Also die musste erst freischalten. Bedeutet, den können wir mal entfernen hier. Das heißt, wir fliegen jetzt selber hier so durch. Genau, wir machen jetzt hier so einen kleinen Abstecher. Schon mal hier aufs Gebirge hoch. Spaß. Ein Tipp. Es geht um eines der bekanntesten Autos aller Zeiten. Und fliegen hier nochmal lang, ne? Ja, wie gesagt, war mein erster Game Crash und ich habe schon viele Stunden eigentlich investiert. Ist okay. Aber es gab auch keine Error Message oder dass ich irgendeinen Report senden konnte, weil das Ding hat sich komplett weggehangen. Ich habe es über den Task Manager abgeschossen, die Echse. Weiterhin konnte ich eigentlich nur ein paar kleine Fehler feststellen, wie jetzt in der Steuerung. Du hast ja hier, das ist ein bisschen blöd, unter Gerätemanager, hier sind die einzelnen Dinge aufgeführt. Wenn ich unter Controller, habt ihr ja mitgekriegt damals beim Flugzeug, die Ruder. Wenn ich die hier umbelege, sind die leider auch fürs Bodenfahrzeug umbelegt. Das soll nicht so sein, du sollst ja getrennt voneinander speichern können. Das geht leider irgendwie noch nicht. Das heißt, jede Änderung, die ich jetzt hier für die Flugzeugsteuerung mache, ist auch dann anders im Fahrzeug und umgedreht, logischerweise. Liebes Ubisoft-Team, da müsst ihr nochmal ran. Beziehungsweise Ubisoft ist ja nur der Publisher. Oh, wolkig. Auch nett.
Also hier geht's jetzt durchs Zentrum oder was? Nee, es ist hier neben der Gebirgskette. Hier schon wieder die andere Küste. Was ist mir noch aufgefallen? Habt ihr ja sicherlich auch gesehen, hat mir glaube ich auch erwähnt. Rückwärtsgang, zumindest bei dem Ford Mustang war es so. Bei dem Toyota habe ich jetzt noch gar nicht geguckt. War kein Rückwärtsganglicht zu ersehen. Gut, ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber schon irgendwie ein Detail, was drin sein sollte, finde ich. Dann war noch auffällig, dass die im Dunkeln halt die Scheinwerfer, also die Rückfahrscheinwerfer, sowohl Bremslicht auch hinten, kein Licht werfen. Also die haben, da war tot Nacht hinter deinem Auto sozusagen. Das fiel mir noch auf. Dann geht's das mit der Steuerung hier. Das waren so die Sachen, die mir bisher aufgefallen sind. Kann man mit leben, ist okay, aber werden die auch sicherlich dann bis zur Open Beta, die werden auch nochmal eine Open Beta machen, schätze ich. Irgendwann im August jetzt, denke ich mal, bevor es dann im September in den offiziellen Release geht. Naja, das waren jetzt so die Sachen, die mir bisher auffielen. Jetzt fliegen wir hier durchs Zentrum. Ihr seht, im Vergleich zu The Crew 2 ist das hier gar nicht so groß. Sind wir hier im Zentrum irgendwie? Demolition gibt es halt auch noch, ne, Veranstaltung. Und jetzt sind wir schon wieder fast da, wo wir waren. Ich weiß nicht, vielleicht bringen sie wirklich die anderen hawaiianischen Inseln noch mit dazu. Oder die Playlists geben, kriegen dann nochmal oder haben dann extra Maps sozusagen. Wenn es dann heißt, ja, Made in Japan, dass du dann wirklich da irgendwo auf einer eigenen Karte rumoxidierst oder so, das weiß ich nicht. Wenn ihr da was wisst, ich habe mich noch nicht schlau gemacht, schreibt es gerne in die Kommentare für alle. Ich habe mich da jetzt noch nicht schlau gemacht und kann jetzt leider nicht sagen, das ist der Content, den wir kriegen. Oder nee, Freunde, da kommt noch ein bisschen was dazu. Kann ich euch leider jetzt nicht mitteilen an der Stelle. So, jetzt sind wir auch schon wieder einmal hier oben. Ich schneide das auch nicht raus, beziehungsweise wir sind jetzt schon danach. Ich habe das auch bewusst dann nicht rausgeschnitten. Mit dem Crash vorhin. Dein Radar hat in der Nähe einen Schatz entdeckt. Jetzt gibt er uns die Mitteilung. Wo denn? Dass ihr das auch seht, ne? Brauchen wir nicht zu verheimlichen hier. Okay, hier ist es nicht. So, wir befinden uns jetzt schon wieder hier. An der... Wo wir vorhin sind wir ja hier über den Berg gekommen hier, ne? Und wollten dann hier so rüber. Dann kam den Crash gekriegt und wollten eigentlich jetzt hier runter, wie wir hochgekommen sind. Wir fliegen jetzt hier hinten an der Küste nochmal lang. Das können wir theoretisch eigentlich auch mit dem Boot machen. Mach mal von hier oben mit dem Boot. Was haltet ihr dann davon? Ein paar Minuten können wir ja dem Video noch geben. Gucken jetzt mal, ob wir den Schatz finden. Beziehungsweise ob ich hier auch irgendwie landen kann. Boah. Die Kamera ist halt nicht mehr hinter dem Flugzeug. Du siehst dann sehr spät leider erst was. Tag, Leute. Sorry. Motorrad haben wir auch noch nicht. Aber wir haben aus der Hawaii Scenic Veranstaltung als Belohnung den Bronco im Hawaii Scenic Tour Edition bekommen. Den haben wir auch erhalten. Wie gesagt, ich sammle jetzt auch nicht so viel, weil es wird eh gelöscht. Aber jetzt ging das wieder nicht, weil Buttons verändert durch das Flugzeug, was ich gerade ansprach. Schauen wir mal, ob wir hier mal das erste Mal so eine Truhe finden können, beziehungsweise ihr wisst schon, was ich meine. Wird schneller. Ja, der Ping wird schneller, aber hier nicht. Das ist hier hinten irgendwo. Hier kommen wir nicht durch.
Offroad fahren. Bist du hier unten drin oder bist du da oben auf Platz? Da leuchtet es schon geradeaus. Kommen wir da irgendwie rein? Oder müssen wir es kaputt machen? Credits, Club Credits und normale. Bisschen normale Federung, andere Motortuning, Auspuff. Ich weiß gar nicht, mussten wir das abholen? Jetzt kommen wir schon wieder raus aus unserem Thema. Tut mir leid, Leute. Ich bin halt kein Pro, ne? Ich lasse mich schnell nochmal ablenken. Woran sehen wir? Ah, das war jetzt. Stimmt, immer mit dem für die Fahrzeugklasse, mit der du das einsammelst. Ich erinnere mich. Sorry, Leute. Mein Fehler. Also hierfür, logischerweise. Okay, fahren wir mit dem Boot weiter und dann ist die Folge durch. Dann habt ihr einen kleinen Überblick bekommen. Aloha! Nicht genug Platz in der Umgebung. Das hat er uns selber zurückgesetzt. Mach ich denn? Versuchen wir das nochmal. Ja, ja, besser ist das. Wir wollen ja gar nicht zum Steg. Das ist gerade die Tastenänderung durch die Flugbesteuerung. Ja, sorry. Machen wir es hier. Hier haben wir keinen Steg. So, fahren wir nochmal das letzte Stück bis runter wieder. Hier außen rum, Leute. So, wir sind genau an der kleinen Insel hier oben im Norden. Und fahren jetzt nochmal ein bisschen rum. Wir werden das bestimmt nicht ganz schaffen in der Zeit. Denn der Luftweg ist nach wie vor der schnellste und kürzeste, ne? Das wisst ihr ja. Aber da habt ihr mal einen Eindruck über die Insel grob erhalten, ne? Auch hier, achso, was mir auch auffiel, das Neigen, hier das Trimmen, siehst du nicht. Du siehst es unten im Tacho, dass du die Trimmung betätigst, negativ oder positiv. Aber optisch an dem Boot siehst du nichts. Das ist jetzt nur Gas, also jetzt müsstest du ja was sehen. Ist aber nichts. Wo ist denn jetzt die Kamera? Hat er ja auch verändert. Und die Bootssteuerung ist auch anders. Neutral nach hinten trimmen. Habt ihr mal ein bisschen was noch von der Insel gesehen, liebe Freunde, ne? Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Schreibt ein bisschen was in die Kommentare. Was ihr so davon haltet, wer holt sich das Game und wenn ja, warum. Und ansonsten jetzt noch, fahren wir noch ein bisschen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Ne? Viel Spaß. Bis dahin.